Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part Cyberpunk 2077. Ja, wir waren hier gerade dabei, hier irgendwie aufs Gelände zu kommen, ohne dass hier uns die Roboter sehen. Okay. Bitte nicht. Na, intelligent sind sie ja nicht. Nö. Oh. Menschliche Wachen, das ist natürlich ganz gut. Okay. Ah, jetzt kommt der von... Okay. Das ist der Roboter und das ist der Mensch. Wenn er sich umdrehen würde, könnte ich mir ihn krallen. Ich müsste nur rechtzeitig da sein. Und der Roboter dürfte in dem Augenblick nicht gucken. Ach toll. Nee, er ist zu schnell. Okay. Okay. Kann ich den eigentlich auch hoch? Da ist er. Mal kurz etwas blind. Was zur? Komm du mal mit. Ja. Oh nein! Ah! Jetzt habe ich mich auch noch schreckt. Hier, manueller, ne? Nee, so kommen wir nicht rein. Das ist schon mal nichts. Da muss ich gucken, dass ich irgendwie anders das schaffe. Naja, wissen wir wenigstens, dass da noch ganz, ganz, ganz viele Leute drin sind. Wäre ja auch zu schön, um wahr zu sein, ne? Das wäre ja auch zu schön. Aber wir schnappen ihn schon draußen. Dass wir den, weil er ist ja zum Auto gegangen, da schon lahmlegen, um ihn hinters Auto zu ziehen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Ja. Gut, aber hier wieder runter. Komm. Okay. Dran vorbei. Ich glaube, er war hier hinten, ne? Wir waren hier hinten. Hinter dem... Dings. So. Was ist denn? Den habe ich jetzt im Visier. Was ist der andere? Der schon steht. Nein, der stand da noch gar nicht. Den kriege ich natürlich nicht, ne? Ich müsste hier hinten. Ich hoffe, der sieht mich nicht. Das ist natürlich jetzt auch nicht so gut.
Ich kann ja schon mal wenigstens schon mal hier abspeichern. Nö. Dass wir wenigstens schon mal hier so ein Safe Point haben. Ach, da ist er. Da ist er ja. Wo auch immer er gewesen ist, er ist wieder da. Bin ich natürlich Knorke. Dass er auch da so rumguckt und so, ne? Das ist alles super. Richtig schöne Angestellte. Ja, jetzt sehe ich auch die da drin ist. Er kommt ja jetzt zurück, deswegen kann ich hier noch nicht rüber. Ich hoffe, er sieht mich hier nicht. Aber er hat mich ja auch nicht gesehen. Die Kamera ist ja ausgeschaltet. Och, jetzt müssen die sich da zum Pokern treffen, oder wie? Könnt ihr euer Kartenspiel bitte verschieben? Oder zumindest so konzentriert dabei sein, dass ihr da nicht... okay. Oder so. Na los, spielt Poker. Oder... was auch immer. Ihr könnt auch Mau Mau spielen. Hauptsache, ihr lenkt euch irgendwie gegenseitig ab. Okay, gut. Das ist natürlich auch eine Wahlmöglichkeit. Aber jetzt kommt der Roboter, ne? Jetzt kommt der Roboter. Und die geben sich quasi die Klinke in die Hand. Und der geht jetzt dahin. Fancy. Okay. Guten Tag. Ja, ich weiß. Komm. Komm, ich leg dich mal hier hin. Gerne. Hier wäre natürlich auch super, ne? Ich gehe mal, versuch mal hier hoch zu kommen. Nein. Sollte ich mal. Ach, ich habe schon gestanden. Nein. Entschuldigung. Achso, nee, der liegt ja da. Oder so. Okay. Oh, hier wäre eine Treppe ja. Würdest du mal? Mal gut, dass ich nicht da lang gegangen bin. Und die Leiter benutzt habe. Das wäre es jetzt noch gewesen. Das sind aber bestimmt auch überall Kameras und so, ne? Dass man mich sehen kann. Ja, ja. Ach ja, jetzt bin ich hier, ne? Das bringt mir jetzt was? Ja, ja, komm. Ich nehme dich mal mit. Ja. Sehr sauber. Sehr, sehr sauber. Okay. Ja, gut. Ist halt jetzt so, ne? Genau. Dich lege ich mal hier ab. Ja, gut. Ist jetzt nicht gerade die beste Position zum Liegen, aber wenn er so liegen möchte, ich habe ihn an die Wand legen wollen, aber gut. Dann eben nicht. So, die kann wieder rein. Ist da jemand drinne oder zumindest eine Kamera? Ich glaube nicht. Ich habe gerade keine gesehen. Noch keine Kamera. Okay. Die nehme ich mal mit. Hier noch was drin? Nee, aber davor. So, hier habe ich auch noch was gesehen. Geld geht immer. Fancy. Hier benutzen wir erstmal.
Nachricht, neuer Dienstplan. Ich habe einen neuen Dienstplan für die Nachtschicht, nicht Nachricht, erstellt. Ich erwarte, dass sich alle dran halten. Matthäus ist doof. Ach ja, das ist wieder das. Ja. Nö. Guck jetzt in die andere Richtung, ne? Ja, guck mal weg. Ah ja. Was haben wir hier? Kannst du mal wieder zugehen, Tür? Okay. Schränken ist nichts. War noch eine Waffe. Das haben wir auch noch. Und das ist Passwort gesichert. Da kommen wir nicht ran, ne? Ja. Warte mal, da lag noch was. Das nehme ich auch noch mit, bevor ich schmeuche. Wir müssen ja quasi nur noch abhauen, ne? Und ein paar Sachen mitnehmen, die ich mitnehmen will. Ja. Und nicht erwischt werden. Beim Abhauen. Ah, hier wäre auch noch ein Dings gewesen. Ich glaube nicht, dass ich hier unten lang gehen sollte. Also ich muss an diesem wachsamen Typen da vorne nochmal vorbei. Am besten ganz schnell, dann sieht er mich nicht. Ne, der sieht ja nur langsame Menschen. Also sind wir einfach nur sehr beschäftigt. So. Sehr, sehr beschäftigt. Beschäftigte Menschen werden nicht aufgehalten. So. Hier ist niemand. Schalten wir auch nochmal aus. Ist das drin nicht am Computer ging? Ein bisschen merkwürdig, aber gut, hier ist alles frei. Au. Hi. Ja, komm. Super Arbeit, Vee. Oh. Stoff ja. Ist erledigt und er weiß es noch nicht mal. Ihr. Dankeschön. Bitteschön. Auftrag abgeschlossen. Die kommen angeflogen. Ihr. Der hat mir einen Kuss gegeben. Ja, okay. Gut. Interessant. Ich meine, ja, er ist glücklich, dass wir das geschafft haben und dass da niemand was mitbekommen hat. Kann ich schon verstehen, aber ja. So, wir wollten Konsti, ne? Dann können wir zu dem Links hingehen. Ich glaube, das war nur 15, was wir brauchten, ne? Was hatte ich hier noch? Das hier hatte ich noch, was ich noch haben wollte. Genau, kostenlos. Das wollte ich nicht. Ja, das hier wollte ich, glaube ich, auch noch, ne? Aber da wir noch nichts herstellen, werde ich mal hier... Genau. Komponentenkosten sind ja auch mal so eine Sache. Ach, warte. Genau, das war das. Also kein Bonus heute. Was nicht schlimm ist, wir fahren jetzt hier zum Zimmer 203. Ne? Ach, warte mal. Ich mache erstmal hier hin. Ach, es geht ja beides. Zum Glück. Können wir nämlich, ne? Da per Schnellreise hin. Das klappt eigentlich ganz immer ganz gut. Brauchen wir nicht extra fahren. Nö, dann geht das ein bisschen schneller. Hoffe ich zumindest. Genau. Ach, ja, okay, gut. Ja, das steht auch gleich direkt vor der Tür, das passt schon. Das passt schon. Ich wenigstens nochmal... Ja, wenn ich es denn finde... Habe ich das dann hingeschmissen? Ich wollte gerade sagen, Schluck trinken. Ach, da. Och, Mensch, Kabel. Das muss jetzt aber nicht sein. Ja, war klar. Ja, jetzt muss ich aber trotzdem erstmal das Kabel dran machen. Der Controller ist immer mäkelig, wenn dann, wegen Akku, ne? Wenn der Akku leer geht. Der geht immer sehr schnell leer. So. Jetzt können wir einmal hier zurück zu diesem Motel. Ah ja, das war ja hier. Entschuldigung, ich wollte nicht an euch vorbei.
Ah, ja, genau. Kommen wir ja hier hoch. Aha. So. Nein! Uns fehlt noch eins. Oh, nö. Ich habe mich schon so gefreut und dann ist es doch Level 16. Ich hatte im Kopf Level 15. Egal. Gut, dann halt noch. Doch noch nicht. Was haben wir denn noch in der Nähe? Wir haben doch bestimmt noch was. Die Fahrzeugemission. Was in der Nähe? Ah, okay. Warte mal, Nebenbeschäftigung? Haben wir, glaube ich, keine mehr, ne? Die sind alle empty. Okay. Warte mal, Schnellreise. Den haben wir ja auch. Dann nutze ich die nochmal kurz. Sag mal, wie viel, ja, dürfen wir auch bald machen. Rufe ich dann aber zum Zielort das Fahrzeug, ne? Wegen dem Lager. Okay, da müssen wir doch nochmal ein Level aufsteigen. Ich hatte mich so gefreut. Eieiei. Na gut, vielleicht komme ich ja doch nochmal dazu, was zu trinken. Okay, wir können einmal hier hin. Dann haben wir es schon. So klappt es doch gleich viel besser. Ne? Gut. Ah ja. So. Erstmal dahin. Dann können wir immer noch. Ja. Ja. Hey, es gab scheinbar ein Blutbad in einem Obdachlosenlager. Ich schick dir mal die Sieht Infos, so aus. Aber viel habe ich nicht. Wahrscheinlich war das ein gerade jemand weggerannt. Okay. Lass ihn bitte am Leben, okay? Ja, klar. Kann ich machen. Ich höre ihn schon. Ich werde mal kurz schon mal unsere Rüstung ändern. Unser ja, Kampfgedöns. Und zwar werde ich dann mal kurz hier das ausrüsten. Genau, unsere Ausrüstung. Heute ist echt ein komischer Tag. Und Pinky werde ich mal wieder. Nö. Ja, ja, komm. So. Werde ich mich hier vorne parken. Ja, ja, ist in Ordnung. Warte mal, ich werde die Komponenten vorher aufsammeln. Okay. Dann werden wir mal gucken, was wir reinschmeißen können. Weil wenn wir da irgendwie ein Cyberpsycho haben, dann wartet auch immer viel Loot. Gut, die beiden bleiben. Sturmgewehr und Handfeuerwaffe. Nehmen wir die hier weg. Die hier. So, die können auch beide weg. Das kann auch rein. So, die kann auch rein. Und die beiden Revolver da unten können auch. Nö. Dann haben wir wieder wenigstens ein bisschen mehr Platz. Guck ich nochmal hier. Aber da haben wir nur dahin. Okay. Ah ja, okay. Das war mal rein. Ach ja. Haben wir bestimmt gerade bekommen. Mhm. Na komm. Okay. Schicker Trenchcoat. Ja, wir müssen unbedingt mal unsere Dings wieder ändern. Gehe ich nochmal durch, was ich da so hab. Und, ne? Passt schon. Ja, das, wissen wir schon. Hier liegt was. Ah, ja. Nein, ich will die nicht mitnehmen, mal wieder. Wahrscheinlich liegt es unter der Dose. Ah ja. Ich glaube, der soll da hinten sein. Okay. Erstmal plündern. Nimm mit. Ich glaube, er liegt da.
Oh, oder auch nicht. Zugelegt und wollte mich dann von denen treffen lassen. Arschloch. Na komm. Ach, Mensch. Ah ja. Die Leute, die mal zweimal fallen. Ah ne, da wollte ich nicht hin, sondern hier in die Nachrichten. Ah ja, hier haben wir auch ein paar, ne? Mhm. Ja, ich lese die ja manchmal nicht so wirklich. Dann bleiben so ein paar übrig. Ah ja, hier. Da. Es würde mich echt wundern, wenn das ein Cyberpsycho war. Vielleicht steckt ein Netrunner dahinter. Ein Angriff aus der Entfernung wäre denkbar. Aber was soll der denn in der Penner-Unterkunft in Arroyo suchen? Irgendwas stimmt hier nicht. Schau mal vorbei und guck es dir an. Ah ja. Warte, was haben wir denn für Dings bekommen? Von ihr für einen Splitter. Ah nee, das war die Welt. Theos und Bro. Aha. Ah ja, hier. Hey Moor, ich habe ein Mädchen gefunden. Glückwunsch zu. Jeder hat ein wenig Liebe verdient im Leben. Nein, so meinte ich das nicht. Wie meint es das denn? Jemand hat sie in der Kanalisation geworfen. Sieht aus wie ein Netrunner. Dachten wohl, sie wäre tot. Schum, bist du lebensmüde? Hä? Lass sie einfach. So ein Scheiß geht nie gut aus. Komm schon, das ist doch nur Aberglaube. Ich bin nicht abergläubig. Ich brauche Metz für sie. Kannst du mir was besorgen? Sie braucht Hilfe, atmet kaum. Bring sie doch zu einem Ripper. Und nein, ich mache das lieber selbst. Wer weiß, wer hinter ihr her ist. Okay. Okay. Kann ich hier jetzt schreiben? Der? Jetzt sehe ich sie mal wieder nicht. Das wäre Regino. Ah, ich glaube, ich muss erstmal wieder. Ah ja. Muss mal wieder Informationen suchen. Was? Da. Ah ja, hier. Tamara Cosby und Toni Ludwig. Hey Toni, kannst du mir mehr Zeug schicken? Bin gestern in der Wanne eingeschlafen und muss mir die Finger eingefroren haben. Hab nämlich null Gefühl drin. Hab die ganzen Valentino-Läden gescannt und ihn immer noch nicht gefunden. Als hätte er sich in Luft aufgelöst. Keine digitale Spur, kein gar nichts. Wirklich nichts? Hast du im Puppenhaus geguckt? Aber die verteidigen ihr Subnet echt gut. Sonst lass es halt, einfach erstmal. Der kommt schon zurück, wenn er Heimweh hat. Vielleicht braucht er ein wenig seine Ruhe und sagt nicht, ich hätte dich nicht vor den Valentinos gewarnt. So sind die halt. Erst beteuern sie dir ewige Liebe und am nächsten Tag verschwinden sie wortlos und du sitzt mit nichts als ein paar dreckigen Socken und einem Sündbraten in der Röhre da. Spar mir dieses, ich hab's dir doch gesagt, Gelaber. Du kennst ihn doch überhaupt nicht. Das sind bloß alles Vorurteile. Und nur zu seiner Info, er wäscht seine Wäsche selbst. Hör mal, meine Finger sind so gut wie tot. Kannst du mir ein paar neue Implantate besorgen? Kein Problem, entspann dich und ruh dich eine Runde aus. Ich kümmere mich drum, aber du musst mir versprechen, erst einmal wenig zu schlafen. Okay, jetzt kann ich hier eine Nachricht schicken. Jetzt darf ich. Komm. Hier. Ist er mal so komisch scrollt?
Der Psycho war ein junger Runner. Ich glaube, die hat eine Überdosis genommen und ist dann im letzten Moment abgehauen, damit sie nicht drinnen alleine verfault. Einer der Penner in dem Lager hat ihr Unterschlupf geboten, aber als sie aufgewacht ist, ist sie völlig ausgetickt. Dachte wohl, dass sie entführt haben, oder vielleicht hat sie gar nichts gedacht. Vielleicht hat sie ja nur ohrenbetäubendes Rauschen in den Ohren. Wie dem auch sei, sie ist ein Gewahrsam für deine mysteriöse Behandlung. Genau. Es wird bestimmt nicht einfach, diese Entwicklung rückgängig zu machen. Aber ich bin froh, dass du sie nicht umgebracht hast. Mit etwas Hilfe findet sie vielleicht wieder zu sich. Hier. Gut. Ja, das kriegen wir am meisten hin, ne? Die Psychos hier, dann noch am Leben zu lassen. Und dann über sie drüber zu trampeln. Sorry. So. Lag hier noch was rum? Ne, aber da hinten. Hier. Nehmen wir mal mit, ne? Hat sie wohl draufgeschmissen, ha? Huh? Das war ein bisschen blöd platziert. Ganze Loot. Okay, hier ist auch noch was. Dahinter auch noch. Kommen wir nicht ran. Okay. Die Wahrheit über Cyberpsychosen. Okay. Hat denen wohl nicht mehr viel gebracht. Die Wahrheit. Wahrheit, Wahrheit, Wahrheit. Ja. Oh, sehr schön. Schönes Gravity. Ach, das war das, ne? Ja, dann. Kommen wir echt nicht ran? Nein. Gucke ich nochmal durch die Gegend. Das da vorne kam auch nicht ran. Das war auch irgendwie da unter, ne? Ja, irgendwie. Okay. Ist in Ordnung. Ach, warte mal. Ach, der hat sich hier vorne hingeschleppt, ne? Armer. Ja. Gucken wir mal. Inventar sieht ja noch ganz in Ordnung aus. Ach, Mission. Sorry. Ah ja. Machen wir doch den Job. Komm. Kriegen wir wenigstens ein bisschen Erfahrungspunkte, ne? Können wir ja immer gut gebrauchen. Okay. Ach, können wir gleich hier parken? Krieg bestimmt doch schon den Anruf rein. Wenn ich nicht schon hatte. Ach komm schon, bring den Anruf rein. Muss ich doch jetzt hier rumlaufen? Ich laufe doch eh gleich wieder zurück. Okay. Kein Anruf? Bisschen komisch. Aber man weiß ja nie, ne? Ich meine, der Dings wird ja schon als Job angezeigt, aber... Die wundern sich ja eh nie, ne? Kein Anruf? Ich muss doch wissen, was ich hier holen soll. Dann steht ja noch nicht mal ein richtiger Missionsname daneben. Soll ich hier richtig dran stehen? Ah ja, okay. Ich habe einen neuen Job für dich. Ja? Du sollst bei Cytec einbrechen und Designs klauen, die einer gewissen Rihanna Kumar gehören. Und Überraschung. Kunden ist sie selbst. Ah, okay. Du musst die Sache clever angehen, also sieh dir die Infos ganz genau an. Ja, ja. Ich habe mir schon ein paar Kameras gehackt, bevor du mich angerufen hast. Genau. Ja, gut. Wahrscheinlich sollen wir nicht entdeckt werden. Die hier haben wir schon ausgeschaltet.
Können wir hier irgendwie rüber? Dann die kann ich auch nochmal ausschalten. Komm schon, was können die uns tun? Ganz genau. Wer redet da mit mir? Ach, das ist der Haupteingang, ne? Ja, ja, nee, ich will ja nicht durch den Haupteingang. Da will ich ja nicht hin. Ich muss dann mal hier aufs Dach. Das gehört ja nicht denen. Okay. Ach komm. Ach Mensch, halt die doch mal fest da. Meine Güte. Ach, kann ich hier rein? Nee, verschlossen. Nope, aber die müssen ja auch irgendwo hinführen. Führt doch irgendwo hin. Ne, das führt nur hier hin. Moment mal. Ich habe da eine so Idee. Also, ich habe da so eine Idee, sorry. Sprechen? Nö. Ist manchmal etwas schwierig. Okay, an den muss ich leider vorbei. Aber gut, dass gerade grün geworden ist, ne? Komm. Nein! Ist sie doof? Sagt nichts. Ich bin doof, ne? Sie kommt hier nicht hoch, ne? Nee, sie will hier nicht hoch. Schade. Ich würde da hoch, ne? Und dann da so hin. Da komme ich da auch nicht hoch, ne? Nee. Ja, ist in Ordnung. Wir kommen schon irgendwie rein. Ja, ja. Oder konnte ich da irgendwie durch? Was ist das? Motorrad? So, jetzt ist die 999 Street. Okay. So, stellen wir mal hier ab. Vielleicht muss ich ja eh nochmal was rausschmeißen. Wir haben ja gerade schon wieder was aufgesammelt. Komm. Ah ja, okay. Einmal die. Und wir müssen mal wieder unser Dings ändern. Nee, unsere Ausrüstung. Ach, okay. Hier ist auch noch was. Oh, wir können einen neuen Dings nehmen. Dann mache ich das doch. Zumindest schon mal einen neuen Helm. Eine neue Kopfbedeckung. 43,7. Hä? Was habe ich denn gemacht? Ich wollte nur den Vergleich einhaben. Nein, ich habe es, glaube ich, weggemacht, ne? Fallen lassen. Oh. Ich habe es nur fallen gelassen. Okay. Okay, dann ist in Ordnung. Ja. Ich wollte jetzt das machen. 43,7 und 43,7. Ich nehme mal die Dings hier, das Trauma-Team-Set-Gedöns hier. Helm. Mütze. Sieht cool aus. Und wenn die beiden gleiche Rüstungswerte haben, dann ist das ja eh egal. Okay. Pack jetzt mal wieder rein, ne? Komm. Irgendwann müssen wir es mal wieder machen. Dass wir uns wieder hier, gute Ausrüstung raussuchen. Und dann wieder kreuz und quer, glaube ich. Das ist am besten. Ich meine, der Set-Bonus ist halt jetzt nicht so... Nö. Fand ich jetzt nicht so überragend. Ah, die Tragekapazität, ne? Diese blöde Tragekapazität war nur gerade mal 5%. Ich glaube, das ist auch nur die Mod, ne? Ja. Außer braucht man Blocken. Ja. Das ist halt nur, wenn ich die Dings benutze, ne? Inklusive Mikrofon. Oh. Ja, ja. Okay, dann kann ich auch normale Dings nehmen. Dann kann ich eigentlich auch normale Ausrüstung nehmen. Dann haben wir sie einfach, weil wir sie haben. So.
Achso, hier ist ein Lieferdings, ne? Eingang. Aha. Speicher nochmal. Vor allem, weil wir kurz vorm Partende sind. Nö. Ihr seht mich nicht. Ihr seht mich einfach nicht. Oh, der telefoniert. Da läuft auch einer. Ei. Alarm. Ach. Das ist ein Mensch. Ach Mensch, ist ja Mensch. Damit komme ich klar. Wenn er sich mal umdreht. Na gut, der ist jetzt weg, aber der dreht sich nicht um, oder wie? Boah, ich dachte schon. Oh nö. Wollte gerade sagen. Du stehst mir da echt nicht gut. Übrigens auch nicht. Oh, ich rieche Ärger. Ja. Du kannst gut riechen. Alles nehmen und aufheben. Dann bitte hier vernünftig. Pfeile. Ja. Also, okay. Ich wollte gerade sagen, vernünftig fallen lassen. Warte mal, jetzt habe ich schon wieder vergessen. Dass ich ja das ändern wollte. Deswegen hat es auch die Knarre gerade nicht in die Hand genommen. Okay. Das. So. Sturmgewehr. Nö. Okay. Den nehme ich auch mal mit. Und speichere nochmal, bevor der sich hier umdreht. Oder wenn er sich dann umdrehen sollte, dass ich dann nicht, ne? Ich hoffe, da riecht keine Gefahr. Nein, 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 nein. Hier ist alles gut. Ach, verdammt. Jetzt kann ich den natürlich nicht zurückgehen. Muss ich den woanders abladen? Wie Aktion gesperrt. Ich hab doch gerade. Egal. Bringen wir ihn mal einmal hier zum Typen da. Machen uns unser Nickerchen hier. So. Können wir nochmal kurz speichern? Nö? Nee? Genau. Da haben wir jetzt auch niemanden gesehen. Ah ja, der geht gerade weg. Okay. So. Ich hoffe, hier ist keiner. Ich würde dann nämlich hier auch andere Wege gehen wollen. Speicher nochmal. Zur Not mache ich ihn ein, zwei Minuten länger. Den Pacht. Ist dann auch kein Thema. Oh. Verdammt. Ach komm. Oh nö. Ist das so klar? So klar. Ist mal wieder so typisch.
Ach komm, dreh dich um. Dreh dich um. Dreh dich um. Ich dachte, der steht hier vorne. Steht er hinten? Trottel. Ach komm. Echt wie? Okay. Ich dachte, er wischt uns jetzt irgendwie nochmal runter. Will sie nicht hin? Da will sie wahrscheinlich auch nicht hin. Okay. Na, mittlerweile ist auch schon wieder weg. Mara hier. Deaktivieren. Guck nicht in meine Richtung. Guck nicht in meine Richtung. Der läuft jetzt Routine ab, ne? Läuft er seine Routine ab? Ich hab da keine Lust drauf. Also, okay. Der läuft seine Routine ab. Okay. Ich wollte das jetzt eigentlich ausnutzen, dass dann auch hier gleich der Part zu Ende ist und das hier noch zu Ende machen. Oh. Über Kameras hier. Hä? Sind wir schon im zweiten Stock? Sind wir anscheinend schon. Eine Draußenkamera, ne? Ach komm. Na gut. Ist jetzt halt mal so. Muss ich jetzt immer eben in den sauren Apfel beißen und hier dann die Aufnahme beenden. Wir sehen uns aber definitiv im nächsten Part dann auch schon wieder. Bis dann.